Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit dem heutigen Festtag aller Heiligen gedenkt die Kirche all der Menschen, die ganz in der Anschauung Gottes, die ganz in seiner Vollendung leben dürfen. Wir wissen uns mit ihnen über das irdische Leben hinaus verbunden, insbesondere in der Feier der heiligen Eucharistie. Hier schenkt uns Christus seine Gegenwart, und wo Christus ist, sind auch jene, die zu ihm gehören. Bereiten wir uns auf die Gemeinschaft vor, in die wir jetzt hineingestellt sind, und rufen wir zu Beginn im Kyrie des Chores das Erbarmen des Herrn auf uns herab.
allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns die Freude am heutigen Fest, die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern. Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher unsere Hoffnung und schenke uns dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu und sprach: Füg dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen. Danach sah ich und siehe, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu mir: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Wort des lebendigen Gottes. Du hast uns erlöst mit deinem Blut aus allen Sprachen, Stämmen und Völkern. Du rufst uns in das Reich deines Vaters. Dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Aus allen Sprachen,
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Wort des lebendigen Gottes. Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften,
denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Offenbarung des Johannes lässt keinen Zweifel. Die Zeit schreitet voran, unaufhaltsam, ja dem Untergang entgegen. Und dann wird auf einmal dieses ganze Szenario unterbrochen oder sagen wir besser, aufgeschoben. Das siebte Siegel, es wird noch nicht zerbrochen. Die vernichtenden Sturmwinde werden noch nicht losgelassen. Ein Engel aus dem Osten, vom Orient her, vom Sonnenaufgang her gebietet Einhalt. Was ist dazwischen gekommen? Zuerst müssen noch die bezeichnet werden, die gerettet werden. Vollendete Fülle, 12 mal 12.000 von überall her. Neben den furchterregenden Schilderungen der Apokalypse hier auf einmal diese Zäsur, gewissermaßen ein Aufatmen für alle. Und was fangen wir in der Zwischenzeit an? Sind wir Menschen vielleicht daran, unsere eigene Apokalypse zu inszenieren? Die weltweiten Auseinandersetzungen und auch so manche Gesellschaft, wie gesellschaftspolitische Entwicklung tragen ja auch genügend Sprengstoff in sich. Vielleicht aber können wir diese Zwischenzeit auch so nutzen wie jene, die aus der Bedrängnis kommen und ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Menschen, die im Vertrauen auf Christus ihren Lebensweg gegangen sind. Und es gibt genügend, die anders als bei uns ihr Christsein unter erschwerten Bedingungen zu leben haben. Gerade wenn ich auch an die Steyler Missionare in Manila denke, die unter Einsatz ihres Lebens sich für Verfolgte und Bedrängte einsetzen. Diese stehen wahrlich in der Bedrängnis. Anderen wurde bereits das irdische Leben auf grausame Weise genommen. Und dann gibt es auch die Unzähligen, die den Weg mit Christus schon vor uns gegangen sind. Ich denke hier an so manche Frauen und Männer, die unspektakulär ihren Glauben gelebt und bezeugt haben, in Treue, ohne Aufhebens, in der Bewältigung ihres ganz persönlichen Lebensschicksals, in Freud und Leid. Die Seligpreisungen Jesu im Evangelium verweisen uns auf solche Menschen. Personen, die anderen zur Seite gestanden sind, die sich für andere eingesetzt haben, die einfach die Liebe gelebt haben und denen die Geschichte kein Denkmal setzen wird. Jeder von uns mag in seinem eigenen Leben solche Personen ausmachen, die er jetzt bei Christus weiß. Kurzum, es geht um Menschen, die im Blick auf Christus aus ihrem Leben geschieden sind, die aus der je eigenen, ganz persönlichen Bedrängnis kommen. Auch jenen dürfen wir diese Seligkeit, diese Heiligkeit zubilligen.
Erfahren wir uns aber als Heilige? Erfahren wir uns als Menschen, die Gutes tun und dann aber Böses auch nicht lassen können? Ja, Fehler und Schwächen bestimmen unser Leben, Versagen und Schuld, dann aber auch so manches gute Werk und liebevolle Zuwendung zu anderen. Aber würden wir das alle schon unter der Heiligkeit verbuchen wollen? Nach unserem Empfinden doch etwas zu hoch gegriffen. Viele Heilige haben eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. So sagte es einst der irische Schriftsteller Oscar Wilde, der zu Lebzeiten sicherlich nicht als Heiliger eingestuft worden wäre. Doch gehen wir dieser seiner Aussage etwas genauer nach. Heilige haben eine Vergangenheit. Wenn wir diese Umschreibung in unserem Alltag verwenden, deuten wir damit auf einen Schatten in der Biografie der betreffenden Person hin. Jemand hat eine Vergangenheit, heißt so viel, dieser Mensch hat Fehler gemacht, mittlerweile aber sich auch geändert. Die Umschreibung, eine Vergangenheit zu haben, ist folglich auch Ausdruck für die Abwesenheit von Heiligkeit. Und vermutlich könnten wir alle in unserer Erinnerung etwas finden, was bestätigt, dass die Formulierung eine Vergangenheit haben irgendwie zutrifft. Und wenn wir auch auf das Leben der offiziell als selig und heilig gesprochenen Personen schauen, bleibt der Blick auf deren Vergangenheit nicht aus. Bei diesen Prozessen wird ja alles aus dem Leben einer Person zusammengetragen, Positives wie Negatives, um das gesamte Leben und dessen Entwicklung beurteilen zu können. Ein Blick auf zwei große Heilige unserer Kirche mag da schon genügen, um deutlich zu machen, was es mit der Vergangenheit auf sich haben kann. Da wurde einem Petrus, der den Herrn in der Nacht des Gründonnerstags dreimal verleugnete und dies tief bereut hatte, nach der Auferstehung die ganze Herde Christi anvertraut. Oder denken wir daran, wie aus einem Saulus mit seiner Vergangenheit, in der er Christen verfolgte, ein Paulus, ein Völkerapostel wurde. Ja, Heiligkeit heißt nicht, von vornherein ein makelloses Leben geführt zu haben. Heiligkeit ist zu verstehen als ein lebenslanger Prozess, immer mehr ein Mensch zu werden, der sich an Christus ausrichtet. Der Weg zur Heiligkeit ist die Chance, sich Christus zu öffnen, um von ihm geformt und gestaltet werden zu können. Wobei klar sein muss, dass wir dies zu irdischen Lebzeiten nie vollkommen erreichen werden. Die Vollendung an uns wird er vollbringen. Dem dient ja das ganze Erlösungsgeschehen, das er für uns erwirkt hat. Wir müssen dies nur als Chance ergreifen wollen, uns dafür entscheiden. Dieses Angebot, sich ganz Christus zu öffnen und von ihm sich formen und führen zu lassen, ist universal und zugleich ist dieses Angebot immer auch sehr individuell und persönlich, da jeder Mensch mit seinen Anlagen, Fähigkeiten und Schwächen als einzigartiges Wesen auch individuell und persönlich auf dieses Angebot Christi antwortet. In seinem Tagebuch hatte der spätere Papst Johannes der 23. noch als Seminarist 1903 notiert, ich darf zitieren: Da ich immer wieder darauf gestoßen bin, ist mir eines klar geworden, wie falsch die Auffassung ist, die ich mir von der Heiligkeit, der ich nachstrebe, gebildet habe. Bei meinen einzelnen Handlungen, meinen kleinen, sofort erkannten Verfehlungen, stellte ich mir das Bild irgendeines Heiligen vor, den ich mir nachzuahmen vornahm. Ich sagte mir immer, wenn der heilige Aloysius in diesem Fall so oder so handeln würde, dann würde er dieses oder jenes andere tun und so weiter. So kam ich dahin, dass ich nie das erreichte, was ich mir eingebildet hatte, tun zu können. Und das beunruhigte mich. Es ist ein falsches System. Von der Tugend der Heiligen muss ich das Wesentliche und nicht das Zufällige übernehmen. Ich bin nicht der heilige Aloysius und muss mich nicht genauso heiligen, wie er es getan hat, sondern wie es mein
anderes Wesen, mein Charakter, meine verschiedenen Lebensbedingungen verlangen. Zitat Ende. Treffender kann man wohl kaum umschreiben, um diesen Weg der Heiligkeit ins Wort zu bringen. Es geht nicht darum, die Heiligen nur einfach nachzuahmen, sondern in den eigenen Stärken und Tugenden sowie im Kampf mit den eigenen Schwächen den Weg der Heiligkeit zu finden und zu gehen. Papst Franziskus sprach 2014 übrigens diesen nachdenklichen Seminaristen, der an der Heiligkeit des heiligen Aloysius zu verzweifeln drohte, den späteren Papst Johannes den 23. heilig. Und hier sind wir wieder bei unserem Zitat von Oscar Wilde, dem übrigens auf dem Sterbebett das Sakrament der Taufe gespendet wurde. Viele Heilige haben eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Alle Heiligkeit geht von Gott aus, nicht von uns Menschen. Und wir sind dazu berufen, in unserem Leben seine Heiligkeit wiederzuspiegeln, sie weiterzugeben mit den Mitteln und Möglichkeiten, die uns geschenkt sind. Manchmal gelingt es uns mehr, manchmal auch nicht. Dranbleiben ist das Entscheidende. Heilige, ob nun offiziell heilig gesprochen oder nicht, sind Menschen mit ihrer je eigenen Vergangenheit. Sie sind Sünder, die sich aber ihre Zukunft haben nicht nehmen lassen, nämlich die Zukunft der Umkehr, die Zukunft der Hinwendung zu Gott. Hier wird keine menschliche und spirituelle Perfektion erwartet. Heiligkeit ist vielmehr die unbedingte Zusage Gottes an uns Menschen, dass wir von ihm geliebt und angenommen sind, gerade so wie wir sind. Und er verlangt von uns nichts anderes, als soweit wir können, auf diese Liebe zu antworten. Oder, um es mit den Worten des ersten Johannesbriefes zusammenzufassen, jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Und damit, liebe Schwestern, liebe Brüder, sind wir wieder bei der Offenbarung des Johannes. Das Unheil, die Apokalypse wird ausgesetzt, um diesen Weg der Heiligkeit gehen zu können, um unsere Kleider im Blut des Lammes zu waschen. Uns bleibt es aufgetragen, diese Möglichkeit zu nutzen, die uns Christus einräumt, mit ihm den Weg der Heiligkeit zu gehen, damit aller Heiligen auch einmal unser Festtag sein kann. Amen. Es erfolgt nun die offizielle Amtseinführung von Herrn Geistlichen Rat Michael Hauser als Domkapitular und von Herrn Geistlichen Rat Christoph Neubrand als Dompräbendar. Unser Herr Jesus Christus, der die Bischöfe eingesetzt hat, die Kirche Gottes zu leiten, hat ihnen auch die Vollmacht gegeben, Ämter zu verleihen und alles zu ordnen, was zur Leitung und zum Heil der Gläubigen nötig und erforderlich ist. Lieber Mitbruder Michael, mit Zustimmung des Metropolitankapitels wurdest du zum Domkapitular berufen, und du, lieber Mitbruder Christoph, nach Anhörung des Metropolitankapitels zum Dompräbendaren. Ich bitte euch, vor mir und allen Anwesenden das Glaubensbekenntnis der Kirche zu sprechen. Mit festem Glauben bekenne und glaube ich, Michael Hauser, und ich, Christoph Neubrand,
alles, was im Ganzen und im Einzelnen im Glaubensbekenntnis enthalten ist. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Auch was die Kirche mit Glaubens- und Sittenlehre durch feierliche Lehrentscheidung oder durch ihr ordentliches Lehramt vorträgt und festlegt, nehme ich im Glauben und im Einzelnen an und halte daran fest, so wie die Kirche es vorlegt. Insbesondere die Lehre über das Geheimnis der Heiligen Kirche und ihre Sakramente, über die Eucharistie und den Primat des Papstes. Ich bestätige alle Rechte und Pflichten, die euch mit eurer jeweiligen Ernennung vom 15. September bzw. 1. Oktober 2019 zuteil geworden und mit dem jeweiligen Amt verbunden sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Zeichen unserer Hingabe an Jesus Christus überreiche ich euch das Kapitelskreuz, das dir, lieber Michael, als Domkapitular im Domkapitel und dir, lieber Christoph, als Ehrendomherr die Gemeinschaft in Jesus Christus und untereinander zum Ausdruck bringt. Liebe Mitbrüder, ich habe euch zu eurem Platz im Chor unserer Metropolitankirche geführt. Nehmt teil an den Gottesdiensten und Gebetszeiten, die das Domkapitel gemeinsam feiert zur Ehre Gottes und zur Erbauung des ganzen christlichen Volkes. Gott aber, von dem alles Gute kommt, schenke euch die Gnade, immer ein Vorbild zu sein durch gute Werke. Euer Licht möge vor den Menschen leuchten, zum Lobpreis Gottes. Es segne euch der Herr vom Zion her, dass ihr das Glück Jerusalems schaut, alle Tage eures Lebens. Amen. Credo in unum Deum.
unser Gott, durch die Taufe hast du uns in die Gemeinschaft mit dir aufgenommen. Im Vertrauen auf deine Nähe tragen wir unsere Bitten vor dich. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen für die heilige Kirche Gottes und die um Einheit und Verständigung bemüht sind. Gott, unser Vater, wir beten für die Mitglieder des Domkapitels, die durch ihren Dienst teilhaben an der Hirtensorge unseres Erzbischofs. Gott, unser Vater, wir beten für die vielen, die um ihres Glaubens willens verfolgt und in ihrem Alltag beständig mit Unterdrückung und Benachteiligung konfrontiert werden. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Wir beten für die jungen Menschen, die in der Vielfalt unserer Welt auf der Suche sind nach Vorbildern und Orientierung und schließlich auch fragen nach ihrem Platz im Leben. Gott, unser Vater, wir beten für alle, die an diesen Tagen an den Gräbern ihrer Verstorbenen all derer gedenken, mit denen sie durch Freud und Leid das Leben geteilt haben und denen sie in Liebe verbunden sind. Gott, unser Vater, wir bitten. Wir beten für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde, denen wir vieles in unserem Leben und Glauben zu verdanken haben. Und wir beten für alle Toten, an die auf dieser Erde niemand mehr denkt. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Gott, du allein bist heilig. Du liebst deine Schöpfung und trägst sie durch die Zeit. Dir danken wir und preisen dich heute und in Ewigkeit.
deine Heiligen bei dir leben und das Leid und Tod sie nicht mehr berühren. Erhöre ihr Gebet und lass uns erfahren, dass sie uns nahe bleiben und für uns eintreten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Thank you.
dich, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen geweiht ist, die im Leben Christus nachfolgten und im Sterben von ihm die Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Meine Tod, verkünden wir, und deine Auferstehung heißen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten.
Herr, höre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unser verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Apostel gesagt, Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein Wesen von meinem Mann, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gewiss. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.
wenn wir der Heiligen gedenken. Stärke durch dein Sakrament in uns das Leben der Gnade und führe uns auf den Weg der Pilgerschaft zum ewigen Gastmahl, wo du selbst die Vollendung der Heiligen bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.